Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 69, Beschlussempfehlung der Ausschüsse zu Petitionen. Da haben wir erst einmal zwei, die getrennt abgestimmt werden. Die FDP bittet. Also, mir liegen hier zwei vor. Da wollen wir mal sehen, wer im Schluss recht hat. Das sehen wir dann. Also, ich habe die Petition der FDP 494920. Die soll getrennt. Ja, haben wir die oder haben wir sie nicht? Sollen wir die getrennt abstimmen? Na, also. Ja, Kollege Frömmrich, zur Geschäftsordnung, auf geht's. Entschuldigung, Herr Präsident, aber es wäre vielleicht hilfreich, wenn die Fraktionen das vorher wüssten, dann könnten die Fraktionen sich dies auch noch mal anschauen, nur vielleicht für die Zukunft. Das kriegen wir jetzt hin, aber für die Zukunft vielleicht mal die Petitionen, die rausgenommen werden sollen, den Fraktionen nennen. Herr Kollege Frömmrich, Sie wissen, ich bin ein Mann der Zukunft, aber das müssen die parlamentarischen Geschäftsführer untereinander ausmachen, dass sich das mitteilen. Ja, ja, ich habe es auf jeden Fall hier. Also offensichtlich gehört mir die Zukunft. Dann rufe ich jetzt auf 49/49 aus 20. Die Petition soll getrennt abgestimmt werden. Wer der Beschlussempfehlung zustimmt, den bitte ich um sein Handzeichen. Das ist die CDU, das Bündnis 90 Die Grünen. Ja, wer ist dagegen? Die SPD, die FDP, wer enthält sich? Die AfD, was machen die Linken? Beteiligen sich nicht, auch in Ordnung. Dann ist die Beschlussempfehlung so auch mit Mehrheit versehen worden. Dann gibt es noch einen gesonderten Antrag der Fraktion Die Linke, die Petition 8720 getrennt abzustimmen. Kollege Schaus, stimmt das? Also 8720 ist da. Dann lasse ich darüber abstimmen. Wer der Beschlussempfehlung zu der Petition 8720 Zustimmung geben möchte, bitte um das Handzeichen. CDU, Bündnis 90 Die Grünen, SPD, FDP. Wer ist dagegen? AfD und DIE LINKE. Damit ist der Beschlussempfehlung zugestimmt worden. So, dann stimmen wir jetzt noch ab. Die übrigen Petitionen 20/11/78 insgesamt. Wer den Beschlussempfehlungen seine Zustimmung gibt, bitte um das Handzeichen. Dagegen stimmen, Enthaltungen, das ist einstimmig. Dann sind diese Beschlussempfehlungen einstimmig angenommen worden. So, jetzt haben wir noch ein paar Beschlussempfehlungen. Auf die Berichterstattung wird jeweils verzichtet. Das wissen wir ja. Dann rufe ich auf 58, Beschlussempfehlung, Bericht 20/11/77 zu 20/10/92. Wer stimmt zu? CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Wer ist dagegen? DIE LINKE. Wer enthält sich? SPD, FDP, AfD. Dann so beschlossen. Dann haben wir Top 59, 20/11/87 zu 20/10/96. Kollege Schaus, ja. Drücke mal drauf. Herr Präsident, wir bitten, die Ziffern A und B getrennt abzustimmen. So, na gut. Also es gibt ja nur A und B, ne? Ja, das ist in Ordnung. Dann stimmen wir ab. Wer A zustimmt, bitte um das Handzeichen. CDU, Bündnis 90 Die Grünen, FDP, AfD. Wer ist dagegen? SPD, wer enthält sich? DIE LINKE. Dann ist A beschlossen. B, wer ist dafür? Das ist CDU, Bündnis 90 Die Grünen, FDP, AfD. Wer ist dagegen? SPD und die Fraktion DIE LINKE. Dann so beschlossen. Dann Tagesordnungspunkt 60. 20/11/88 zu 20/11/37. Wer stimmt zu? CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Wer ist dagegen? Das ist FDP, AfD, DIE LINKE. Wer enthält sich? Die SPD. Dann so beschlossen. Dann haben wir 61/20/11/89 zu 20/10/99. Wer stimmt zu? CDU, SPD, Bündnis 90 Die Grünen, DIE LINKE. Die AfD, wer ist dagegen? Die FDP, dann ist dies aber trotzdem mit Mehrheit beschlossen. Dann haben wir 62/20/11/90 zu 20/11/38. Wer ist dafür? CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Wer ist dagegen? Das übrige Haus, so beschlossen. 63/20/11/93 zu 20/8/44. Wer ist dafür?
CDU, Bündnis 90 Die Grünen, AfD. Wer ist dagegen? SPD, FDP und DIE LINKE. So beschlossen. 65-20-12-07-20-624. Wer ist dafür? Was kommt jetzt? Günter Rudolph, auf, drückt drauf. Ja, ja, kann ich ja machen. Getrennte Abstimmung bei, wie viele Punkte haben wir da? Auch zwei, na ja, das schaffen wir noch. 65-20-12-07-20-624. Erster Punkt, wer stimmt zu? CDU, Bündnis 90 Die Grünen, FDP, AfD, wer ist dagegen? SPD und DIE LINKE, so beschlossen. Zweiter Punkt, wer stimmt zu? CDU, Bündnis 90 Die Grünen, SPD, FDP, AfD, wer ist dagegen? DIE LINKE, so beschlossen. 66-20-12-08-20-852. Wer ist dafür? Ja, ihr macht laufend Stopp. Kollege Lenders. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Wir hätten ganz gerne die Ziffern 1 und 2 sowie die Ziffern 3 und 4 abgestimmt. Die Ziffern, ich war bei den Ziffern. Also wir wollen sehen, dass wir das intellektuell verarbeiten. Es ist gebeten worden, dass wir 1 und 2 in einer gemeinsamen Abstimmung und dann 3 und 4 in einer gemeinsamen. Wer zum Tagesordnungspunkt 66, Beschlussempfehlung 20-12-08-20-852, den Punkten 1 und 2 seine Zustimmung gibt, den bitte ich um das Handzeichen. CDU, Bündnis 90 Die Grünen, SPD, DIE LINKE, FDP, wer ist dagegen? Die AfD, dann ist mit Mehrheit 1 und 2 beschlossen. Dann machen wir 3 und 4. Wer ist dafür? CDU, Bündnis 90 Die Grünen und DIE LINKE. Wer ist dagegen? SPD und die AfD. Wer enthält sich? Die FDP. Dann ist dies trotzdem beschlossen. Jetzt haben wir den Punkt 67. Da gibt es den Wunsch, dass das heute nicht aufgerufen wird, sondern morgen mit Top 11. Sind wir da einig? Gut. Machen wir so. Dann haben wir 68. Das ist Schlussempfehlungsbericht 20-12-12-20-11-48. Wer stimmt zu? Bitte? CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Also, der Kollege Schaus fragt, wo wir sind, im Hessischen Landtag, aber ich werde trotzdem die Punkt 68. Wir sind beim Tagesordnungspunkt 68. 20-12-12-20-11-48. 67 hatten wir eben gehabt, wird vertagt, wird heute nicht aufgerufen. Wird heute nicht aufgerufen. Sind wir einig? Also, sind wir einig jetzt, Herr Mann? Sind wir einig? Gut, also 68, 20-12-12-20-11-48. Wer ist dafür? CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Wer ist dagegen? SPD, AfD und DIE LINKE und die FDP. Gut. Beschlossen auf jeden Fall. 78. Schlussempfehlungsbericht 20-12-43-20-159. Wer ist dafür? CDU, Bündnis 90 Die Grünen, FDP, AfD. Wer ist dagegen? DIE LINKE. Wer enthält sich? Die SPD. So beschlossen. Dann haben wir 79. Schlussempfehlungsbericht 20-12-44-20-264. Wer stimmt zu? CDU, Bündnis 90 Die Grünen, FDP. Wer ist dagegen? SPD, AfD, DIE LINKE. So beschlossen. Und noch den Punkt 80. Schlussempfehlungsbericht 20-12-45-20-11-45. Wer stimmt zu? CDU, Bündnis 90 Die Grünen, AfD. Wer ist dagegen? SPD, FDP, DIE LINKE, damit so beschlossen. Meine Damen und Herren, damit wären wir am Ende der Tagesordnung. Oder hat noch jemand was? Alles soweit klar? Dann darf ich mich herzlich bedanken. Wir sind wirklich am Ende jetzt mit der Tagesordnung. Morgen früh geht es noch einmal weiter um 9 Uhr. Sie sind herzlich eingeladen. Lassen Sie sich sehen. Alles Gute. Die Sitzung ist geschlossen.